Hallihallo und herzlich willkommen zu dem ersten Photoshop-Tipp, den ich den in dieser neuen Serie hier Platz findet. Und zwar geht es um den Maskenkante verbessern Modus. Da gab es mal einen alten Modus, der war richtig gut, und der neue Modus, ja, da tun sich einige ein bisschen schwer mit. Und deswegen möchte ich dir mal zeigen, wie du noch den alten Modus reaktivieren kannst, also wie du zurück zu diesem alten Maske verbessern Modus kommst. Um dir das zu zeigen, werde ich hier ganz schnell jetzt mal eine Auswahl machen. Also ich nehme hier das Schnellauswahlwerkzeug und wähle mir jetzt hier das aus, und das wird ziemlich rough ausgewählt. Also ihr seht schon, hier fehlt das Stück Stoff und da auch, und der halbe Kopf fehlt. Ja, in die Hand natürlich auch, aber es geht jetzt einfach um eine schnelle Auswahl, und ich maskiere das Ganze jetzt mal hier unten auf der Maske. Die Maske ist falsch rum, deswegen gehe ich jetzt hier bin bei Mac, ich drücke jetzt hier Command I. Das müsste Steuerung I beim Windows sein. Das bedeutet I, also das Steuerung I oder Command I bedeutet Invert, also umdrehen das Ganze. Und so könnt ihr eine Maske immer wieder umdrehen. Das als kleiner Nebentipp hier. Und wenn ich jetzt hier diese Maskenkante verbessern will, dann gibt es hier unten Verbessern, Auswählen und Maskieren. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann komme ich in diesen neuen Verbesserungsmodus. Da sind ein paar mehr Tools reingekommen. Nein, das will ich jetzt nicht machen. Da sind ein paar mehr Tools reingekommen, und hier kann man ein paar Sachen einpassen. Aber der alte Modus, der war teilweise besser. Also ich klicke jetzt hier mal rein. Ich gehe jetzt hier mit dem Pluszeichen über diese Kante, und ja, es funktioniert so ein bisschen, aber er nimmt mir jetzt hier noch ein bisschen was vom Kopf weg, anstatt die Haare da zu addieren. Also ich bin noch nicht so richtig warm geworden mit diesem neuen Modus, und jetzt zeige ich dir mal, ich gehe jetzt hier auf Abbrechen, wie ich denn in diesen alten Modus komme. Ich kann jetzt hier auf Auswahl auswählen und maskieren, und muss jetzt, bevor ich das hier drücke, auf Alt und Shift drücken. Und mit diesen beiden gedrückten Tasten klicke ich hier drauf, und dann komme ich in diesen alten Maske-Verbessern-Modus. Und wenn ich jetzt hier mit dem Plus an der Kante lang fahre und da sagt, da ist ein Stück Stoff vergessen, dann maskiert er mir oder guckt an dieser Kante lang und guckt mir das nochmal an und verbessert die Kante. Und das funktioniert in dem alten Modus manchmal doch ein Stückchen besser als in dem neuen Modus. Und so kommt ihr einfach dahin, indem ihr hier oben auf Auswahl, Auswählen und Maskieren mit gedrückter Alt- und Shift-Taste drückt. Dann kommt ihr wie gesagt, in diesen alten Modus Maske verbessern. Das ist mein Photoshop-Quick-Tipp für heute. Ich hoffe, der hat dir gefallen, und ich hoffe, dass du mit dem Maske verbessern Modus jetzt auch ein bisschen rumspielen kannst. Also, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, und wir hören uns die Tage hier wieder. Bis dann.